So Leute, moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem Video und das Thema um den Diesel und wie damit jetzt mit den betroffenen Fahrzeugen verfahren wird, neigt sich anscheinend dem Ende. Es wurde jetzt gestern von den Regierungsparteien Folgendes entschieden. Wir erinnern uns gerade erst nochmal einen Schritt zurück, gerade letzte Woche waren drei Varianten im Gespräch. Das war einmal die Kaufprämie für einen betroffenen Diesel, das war die Hardware-Nachrüstung eines Diesels oder aber auch, was ich sehr überraschend fand, die dritte Variante, das Rückgabeprogramm, was belief sich darauf in der ersten Idee, in diesem Entwurf, dass man sein Fahrzeug direkt zurückgeben könnte und 100% des Kaufpreises zurückerhält, ohne jeglichen Wertverlust oder ähnliches. Jetzt sieht es wie folgt aus. Man hätte das ja ahnen können. Vielleicht habe ich das ja. Ihr ja auch. Die Kaufprämie wird es geben. Die habe ich ja gestern auch nochmal im Video dargestellt. Da muss ich hier kurz blättern. Die angebotenen Sachen waren von VW zum Beispiel 5.000 Euro für eine Inzahlungnorme, Audi, Porsche bis zu 8.000 Euro, Mercedes bis zu 5.000 Euro, BMW fix 6.000 Euro. Das wären diese, ja ich sag mal, Schmonkels, wenn man hingeht und möchte einen neuen Diesel, beziehungsweise, und jetzt wird es interessant, das gab es damals bei der Abwrackprämie nicht, da musste man wirklich ein Neufahrzeug kaufen, um diese Prämien zu erhalten. Jetzt sieht es so aus, wenn das wirklich so durchgesetzt wird, dass man auch einen gebrauchten Diesel, neueres Modell, neuerer Filter und was weiß ich, was da alles drin sein muss, dass man sich so einen gebrauchten aussuchen kann und diese Prämie bekommt, wenn man seinen gebrauchten eintauscht. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das immer noch eine freche Lösung, weil der Käufer eines solchen Fahrzeuges hat die Probleme nicht verursacht, die jetzt aktuell gerade in Diskussion sind. Das will ich nochmal ganz klar so festhalten. Das ist auch der Tonus, den ihr immer in den Kommentaren schreibt, absolut berechtigt. Weil man muss ja immer noch, auch wenn das jetzt schön ist, hier zum Beispiel bei VW 5.000 Euro Prämie zu bekommen und dann ein bisschen Kohle für sein gebrauchtes Fahrzeug, ich muss ja immer noch den Preis zu einem jetzt relativ neuen Gebrauchtwagen oder einem kompletten Neuwagen aufbringen können. Das können ja garantiert nicht alle. Ne? Sind wir uns mal darüber klar. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Hardware-Nachrüstung. Die Hardware-Nachrüstung ist bei Fahrzeugen, schreibt der Bund vor, bei Fahrzeugen, wo es technisch möglich ist und auch Sinn macht, wird die kostenfrei durchgeführt. Immerhin. So kann man wenigstens sein geliebtes Fahrzeug behalten und muss es dann nicht abgeben. Meiner Meinung nach ist das aber nur eine Verzögerung. Das heißt, irgendwann in den nächsten paar Jahren wird auch diese Nachrüstung meiner Meinung nach nicht ausreichend sein, um zu sagen, das Fahrzeug ist jetzt clean und sicher und so weiter und so fort. Was wegfällt, ist wirklich das Rückgabeprogramm. Also das ist wirklich so eine Sache, ich habe ja sowieso mit den Ohren geschlackert und mir gedacht, das wird nie im Leben kommen, Rücknahmeprogramm, Rückgabeprogramm, weil das einfach zu krass wäre, dann wären wir bei amerikanischen Verhältnissen in Amerika, US-Amerika, hat man die Möglichkeit, ein betroffenes Fahrzeug kostenfrei zurückzugeben und seinen Kaufpreis zu erhalten, was ich auch absolut gerechtfertigt finde, weil man ein Fahrzeug gekauft hat mit folgenden Daten, mit folgenden Spezifikationen, und nicht das, was schlussendlich jetzt verkauft wurde. Und das finde ich ganz frech, dass wir in Deutschland wirklich die Geisel hier der Automobilindustrie in diesem Falle sind. Dementsprechend, das ist weggefallen. Surprise, surprise, wie man so schön sagt. Und das sind jetzt die zwei Möglichkeiten, die man dann demnächst bekommen wird. Ich schiele jetzt gerade so auf den Monitor, weil da stand jetzt nichts mehr zu. Ich hatte es ja gesagt, gerade am Freitag waren es 10 betroffene Städte, in denen das möglich sein soll. Gestern war die Sprache von 14 betroffenen Städten. Heute habe ich kein Wort darüber gelesen. Da wird bestimmt in den nächsten Tagen nochmal was kommen, ob das eine Einschränkung wirklich auf verschiedene Städte ist. Das heißt, ich wohne in Köln, habe ein Kölner Kennzeichen, Kölner Wohnort. Dann bekomme ich diese Umrüstung. Was ist aber, wenn ich zum Beispiel hier bei mir im Land, das sind 20 Kilometer entfernt von Köln wohne und ich fahre jeden Tag nach Köln rein? Ich kriege die Umrüstung nicht, weil ich kein Kölner Kennzeichen habe, weil ich nicht in Köln wohne. Finde ich, ist auch noch erstmal zu klären, wie es damit aussieht. Dementsprechend kleines Update-Video hierzu. Haut rein, schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Bis zum nächsten Video. Ciao.